Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich bin der Medi und wir spielen mein absolutes Favorite All-Time Lieblingsspiel. Es handelt sich um The Elder Scrolls Skyrim. Das Ganze ist von den Bethesda Studios. Und ich feiere dieses Spiel, seitdem es 2011 rausgekommen ist. Ich spiele es immer wieder. Ich habe es mit Sicherheit schon 12.000 Mal durchgespielt. Und alle Erweiterungen sind mit dazu gekauft. Das bedeutet, wir können die komplett umfassende Story zocken. Es sind schon ein paar Mods installiert. Das schon mal vorab. Hoffentlich läuft es. Aber ich habe jetzt nicht zu viel verändert. Nur so ein paar Sachen, die ich cool fand. Mhm. Ja, und damit würde ich sagen, geht es nach dem Intro sofort los. Und wir legen los. Wir starten ein neues Spiel. Enter. Wir zocken das Ganze mit Maus und Tastatur. Könnte es auch mit dem Gamepad spielen. Aber Maus und Tastatur klingt schon besser. Und damit genießen wir jetzt erstmal das Intro von The Elder Scrolls. Skyrim. Oder? Ja. Oh, das sieht so schön aus, ne? Immer wieder. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Entschuldigung. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schor, Ara, Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht ihr. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Mit Sicherheit. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Mann, obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären traut. Komisch.
Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Ja, Papa. So Leute, für die, die kein Blut Warum sehen können, solltet ihr gleich kurz einmal Hier überspringen. Ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die... Ihr müsst es ihnen sagen, wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich die Bugs von dem Spiel. Seine verdammten Geil. Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht morgen schützen. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wir treten vor. Wer seid ihr? So, wir können jetzt aus verschiedenen Klassen wählen. Und da gibt es einmal die Argonier. Das sind so Echsen-Krokodil-mäßige Viecher. Dann gibt es die Bretonen. Dann die Dunkelelfen. Die Hochelfen. Die Kaiserlichen. Die Khajiit. Katzen, sehr gut fürs Schleichen und Plündern. Dann die einheimischen Nord. Die Orks. Die Rotwadronen. Und die Waldelfen. Ich persönlich nehme immer die Nord. Weil man kann jeden Charakter zu allem machen. Wenn man das will. Dementsprechend bleiben wir beim Nord. Fürs Erste. Wir können das aber auch gerne noch tauschen. Da gibt es bestimmt einen Command für. So gewichtvolle Pulle, ja. Sieht ein bisschen kräftiger aus. Narben. Ja. Kriegt er mal die. Ich bin nicht so der Typ, der sich jetzt so 100 Jahre darin aufhält, hier irgendwelche Sachen zu machen. Oh ja, hier sieht man schon die eine Mod, die ich hinzugefügt habe. Und zwar kann man da ranzoomen. War eigentlich nicht geplant, aber ich fand es doch irgendwie cool, das Sharingan. Man kann hier nämlich so ein paar Sachen aus Naruto mit einbringen. Das ist übrigens mein Lieblingsanime. Aber das ist einfach nur so just for fun. So, was verpassen wir dem denn für eine Frise? Ja, die sieht gut aus. So, wir sind fertig. Mehr brauche ich nicht. Wir werden den Charakter auch so eigentlich kaum sehen, deswegen vollkommen egal. Wir nennen ihn. Was passt denn zum Mittelalter? Artus. Jawohl. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Sehr gnädig von euch, dass ich in meinem Heimatland draufgehen darf. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden.
Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch so sagen? Jetzt weg überspringen, wer kein Blut sehen kann. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmenteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zalumter Nord, ihr seid dran. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen darf auf YouTube. Huch! Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Egal. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Oh, hallo. Wachposten. Was habt ihr gesehen? In den Wolken! Ja. Ein Drache. Wie ist das möglich? Huiuiui. Komm. Ja, lauf! Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los! Jetzt! Hoch durch den Turm! Los! Okay. Aber du gehst vor. Und ich merke gerade, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich muss noch was ändern. Und zwar Steuerung. Sprinten. Auf Shift. Danke. Einstellungen, Gameplay sind wir auf Adept, das ist okay. Und mal mit Leben. Speichern im Menü. Aber bitte doch alle 15 Minuten. Anzeige. Okay. Da gucken wir auch nochmal gerade. Alles voll. Ja, Dialoguntertitel, sonstige Untertitel nehmen wir auch. Ansonsten ist alles oben. Alles klar, wir können loslegen. Die Treppe hinauf. Schnell. Bin unterwegs. Mir nach. Den Turm hinauf. Müssen wir auf unseren Rücken. Ui! Zurück! Letzter Fehler! Der Drache heißt also Alduin. Gut zu wissen. Also für die, die das Spiel nicht kennen. Arming, ihr müsst hierher kommen. Los! Nachteil, Junge, das macht ihr sehr gut. Lauf! Bleibt nah bei mir. Wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Adva. Wer sich jetzt fragt, warum das manchmal da auf Englisch und mal auf Deutsch steht, das liegt an den Modifikationen, die mit dabei sind. Die sind nicht alle deutsch übersetzt und deswegen ändern die manchmal ein paar Texte. Irgendwie habe ich ein Problem mit meinem Hals. Da muss ich auf jeden Fall nochmal.
Vielleicht sollte ich etwas mehr trinken. So, wir könnten jetzt unserem Landsmann folgen oder wir folgen ihm. Aus reiner Erfahrung sage ich einfach mal, wir folgen ihm, weil das bringt uns später eventuell noch einen kleinen Vorteil. Und bei dem anderen ist die... Seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Ja. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Vielen Dank. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. So, das Ding ist, wenn man jetzt dem anderen gefolgt hätte, gefolgt wäre, hätte man einen Bug ausnutzen können, wo man sich dann in Schleichen und einhändig und so verbessern kann. Und das würde halt auch das ganze Spiel kaputt machen. Deswegen gehe ich aus Prinzip immer mit dem hier mit, weil und schwingt das Schwert ein wenig. Weil ja, die Versuchung ist einfach zu groß, sagen wir es so. So, Waffen, Bekleidung, Helm. In Bewegung bleiben, das Ding. So, und dann hätte ich gerne hier noch Zerstörung. Wir werden am Anfang mal mit Magie arbeiten. Bevor wir uns an Bogen und so ranmachen, weil ich bin eher so der Bogenschütze, muss ich sagen. Dementsprechend. Habt ihr das Gefühl? Vielleicht lassen Sie mich zu. Was? Ja, die haben sich jetzt nicht gewehrt. Lass mich mal. Könnte ein Bug sein, weil manchmal tun sie es, manchmal nicht. Dem ist halt so. Aber um es nochmal zu verdeutlichen, nehme ich gerne nochmal Axt in die Hand. Rennen wir mal hier runter. Uiuiui. Was? Hallo. Stirb. Dankeschön. Habt ihr irgendwas Cooles dabei? Nö. Okay. Ein alter Lagerraum. Schnappt euch, was ihr könnt, aber danach solltet ihr in Bewegung bleiben. Ich bin immer in Bewegung. Hier siehst du, links, rechts, hinten, vorne. Ha! Und fertig, hier entlang! Ja, lauf! Voll. Hört ihr das? Kommt schon! Ist das alles, was ihr könnt? Ihr seid so gut wie tot! Ich stehe auf eurer Seite! Ja, dann rennen wir nicht ständig in die... Jawohl. Ich hab sie wohl verschafft. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr nicht einmal, was... Wo sich geht, ein... greift Helgen an. Ein Drache? So, bitte. Kleiner Tipp. Kommt nicht mit solch einem Unsinn. Wir werden jetzt gleich dazu aufgefordert, hier dieses... Obwohl, diesen Käfig zu öffnen. Nachdenke, habe ich von dort drüben... Bevor ihr in den Rucksack guckt und den lootet, wartet kommt ab. Mit uns. Wir müssen hier raus. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte die Festung. So, wie gesagt, wartet, bis ihr diesen Rucksack lootet. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig.
denn ihr bekommt von ihm... Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Jetzt gleich Dietrich. Der arme Kerl schrie wochenlang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Schnappt euch, was ihr könnt. Und dann nichts wie raus hier. So, das meine ich. Wenn ihr jetzt nur das hier gelootet hättet, hättet ihr 2 oder 3 Dietriche bekommen. Und so habt ihr jetzt schon mal mehr für den Anfang. Dann lesen wir noch gerne das Buch. The Book of the Dragonborn. Also das Buch des Drachenblutes. Schade, dass es jetzt auf Englisch da steht. Ich bin nämlich nicht sehr gut in Englisch. Dann müssen wir einmal Schloss knacken. Easy. Looten den hier komplett leer. Danke. Und bekleiden uns kurz neu. Ah, hat er schon automatisch angezogen. Perfekt. Dann haben wir Bücher. Keine Ahnung, was das sein soll. Geh weg da. Das wollen wir lernen. Genau. Gehen auf Magie. Zerstörung. Links, rechts, Flammen. Und jetzt nehmen wir alles auseinander. Ah ja, und die Folgen werden immer so eine halbe Stunde ungefähr lang, damit man auch was zu sehen hat. Wo beim Reich des Wo sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Hallo! Und tschüss! Jetzt können wir direkt wieder umschwenken auf kaiserliche Klamotten. Und wir werden den Langbogen auswählen. Weil jetzt kommt gleich einer von da hier rüber. Und den schießen wir direkt ab. Oh. Ich hab den Kopfschuss gegeben. Stirb. Ihr seid so gut wie tot. So. Er ist tot. Perfekt. Sehen wir mal, ob wir einen Weg hier herausfinden können. Hier runter. Nicht wundern, ich lasse den jetzt ein bisschen hinter uns, weil bis der mal in die Pötte kommt, dauert ewig und der labert im Endeffekt die ganze Zeit nur Müll. Wer sich das gerne anhören möchte, kann das gerne machen. Also für jemanden, der nicht so gut mit Spinnen ist, ja, da sind welche. Und wir sind ein Level aufgestiegen und flupp. Deswegen spiele ich am liebsten Bo. So, jetzt kommt von da oben eine runter. Oder auch 2. Gar kein Problem. Weil ich der King bin. So, Gift nehmen mit. Manchmal haben die auch wieder meine Eisenpfeile. Na? Mann! So. Manchmal behalten die die. Da ist unser Kollege wieder. So, wenn man hier lang geht, bevor man auf den anderen Weg geht. Hier gibt es noch ein kleines Fläschchen und ein Dolch zum Verkaufen. Das solltet ihr mitnehmen, weil am Anfang habt ihr eh nicht so viel Geld. Verkaufen ist sowieso das Beste, was ihr machen könnt. Und jetzt schießen wir den Bär hier mal platt. Der tötet uns mal nicht sonst.
Und wir könnten eine Stufe aufsteigen, aber das machen wir jetzt erst gleich. Hat schon so ein bisschen was von Speedrun, muss ich sagen, aber ich versuche euch trotzdem, so gut es geht, die Story noch ein bisschen näher zu bringen, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich ein bisschen schneller bin. Bevor wir jetzt hier rausgehen, gehen wir erstmal hier nochmal gucken, was wir aufleveln können. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wir entscheiden uns am Anfang erstmal für Gesundheit. Das ist am wichtigsten. Und Schmiedekunst. Weil je mehr wir nachher selber machen können, desto weniger Geld müssen wir ausgeben. Wartet! Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Okay. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Gar kein Problem. Und damit willkommen in Skyrim. Ich hoffe, es laggt nicht zu sehr, wenn wir hier draußen rumlaufen. Sonst muss ich an den Einstellungen noch ein bisschen was verändern. Also es sollte eigentlich einigermaßen funktionieren. Wir haben so ein paar Mikro-Ruckler drin, aber so an sich sollte es relativ flüssig laufen. Ich meine, das Spiel ist von 2011. Okay, das ist jetzt hier die Special Edition. Die sollte etwas optimierter und schöner sein, aber trotzdem dürfte es eigentlich gar nicht so krass laggen. Weil mein PC ist auf jeden Fall neuer als 2011. Dann haben wir hier die Wächtersteine. Da haben wir einmal den Dieb, den Magier und den Krieger. Da wir uns nicht so viel mit Magie und... Ja, wir wollen uns erstmal nicht so viel mit Magie beschäftigen, weil das ist das Schwierigste, was man aufleveln kann. Deswegen nehmen wir erstmal den Krieger. Hier so einen schönen Lichteffekt. Dann können wir hier weitergehen. Und dann gibt es hier oben schon eine Mine. Da gehen wir aber noch nicht hin. Die kommt etwas später. Dann müsste es jetzt so sein, dass wir jetzt von Wölfen angefallen werden. Oh ja, da sind sie. Zack, da kommen sie schon. Aua. In diesem Fall wäre es vielleicht klüger gewesen, nicht mit dem Bogen zu arbeiten. Gebe ich zu. Ja. Aber es ist machbar. Ah ja. Okay. Der Vogel war mal gerade wieder ein bisschen auf Action. Oder die Vögel. Hat nichts mit dem Spiel zu tun, war nur gerade im Hintergrund, habe ich was gehört. So, und willkommen im schönen Flusswald. Wenn du hier ein Hühnchen tötest, wirst du direkt von allen platt gemacht. So muss das sein. Dann wollen wir doch mal mit dem Alvor reden. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Hadvar? Woher kennt ihr ihn? Er ist ein Freund. Er hat versprochen, dass ihr helfen könnt. Freunden von Hadvar helfe ich gerne. Aber ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Woher kennt ihr ihn? Ein Drache hat Helgen angegriffen und zerstört. Hadvar und ich sind zusammen entkommen. Was? Ein Drache in Helgen? Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter, von Süden kommend. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Es war ein Drache. Hadvar wird es euch bestätigen. Ein Drache? Hier in Himmelsrand? Was ist nur los mit dieser Welt? Erst der Krieg, jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos.
Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Machen wir. Habt ihr vielleicht Vorräte, die ich nehmen kann? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Alles klar. Also, nehmen. Dankeschön. Also alles leer gelutscht. Steel Dagger nehmen. Eisenstiefel nehmen. Eisenpanzerhandschuhe nehmen. Stahlbarren nehmen. Eisen nehmen. Huch. Das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Das machen wir alles später. Was haben wir hier? Carlos sei Dank. Okay, da kümmern wir uns dann später drum. Damit würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Supportet doch ein bisschen diesen Kanal und mein Lieblingsspiel. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dass ihr mich abonniert, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao.